Waffentypen. Sieht man hier noch ganz deutlich. Wir sind bei einer neuen Urbex-Tour. Marvin, wo gehen wir denn heute hin? Was ist unser Ziel? Oder wo sind wir, besser gesagt? Wir sind heute auf dem alten Fliegerhorst unterwegs. Und da werden wir uns mal ein bisschen umgucken. Richtig, wir werden ein paar Gebäude haben. Wir werden den Hangar haben, wo wir jetzt gerade drin sind. Schauen wir mal, was uns erwartet. Sieht safe aus. Man sieht da oben die Vorrichtung. So, auf den Trägern der Unendlichkeit. Wenn wir jetzt schon mal Echsen-Einlagen haben, dann ziehen wir es jetzt auch durch. Richtig. Ja, wir sind jetzt schon ein kleines Stückchen höher wieder. Hier auf diesen Stahlträgern. Die Perspektive vom Hangar. Richtig. Haben wir noch mal ein schöneres Panorama dieser Halle. Richtig. Wir treten hier nur auf die dicken Stahlträger. Allerdings filme ich gerade und kann mich hier nicht wirklich festhalten. Aber es sieht alles gut aus. Wir nutzen doch nochmal die Gelegenheit an die jüngeren Zuschauer, gerade die minderjährig sind. Macht das, was wir hier machen, bitte nicht nach. Weil es ist immer schwer einzuschätzen, ob es wirklich hält, wo man raufklettert. Und letztendlich ist es auch immer eine Gefahr, selbst wenn es stabil ist. Ihr seht, wie tief es hier runtergeht. Einmal daneben getreten, ich kann mich nicht halten. Fall zwischendurch, das war's mit mir. Oder ich bin schwer querschnittsgelähmt und es wäre noch blöder. Also bitte immer aufpassen. Jetzt einfach mal das Ganze bis zum Ende erklommen hier. Aber hier geht es nicht weiter. Von unten lassen wir einfach nur so. Genau. Machen wir uns wieder auf den Rückweg. Wie er beweisen wollte, dass er schneller ist als ich. Er hat's bewiesen. Ja, Marvin war schneller unten als ich weiß. Aber lieber langsam und sicher runterkommen, als runterfallen. Ich bin nicht runtergefallen. Nee, das ist richtig. Ich wollte nur damit sagen, beim Klettersport keinen Wettkampf ausüben. Weil sonst besonders nicht an solchen Orten. Man kann sowas in der Boulderhalle ganz gut üben. Aber nicht bei sowas. Das ist richtig. Wie beim Parcours, da machen wir auch keinen Wettkampf, weil es kann nur Verletzte geben. Ja, wie ihr seht, riesige Hangars. Nicht nur der eine. Wir müssten aber nachher eigentlich noch auf den Bunker stoßen. Da schauen wir mal. Höchstwahrscheinlich leider werden wir da nicht reinkommen, aber wir gucken uns den auf jeden Fall mal an. Was haben wir hier? Ja, das ist ein altes Moped. Ist noch fast intakt, würde ich sagen. Total.
Bremsschläuche hier. Die Hydraulikflüssigkeit drin ist. Vollkommen intakt. Mhm. Der Tank ist so gut wie voll. Also jetzt auch mal mit losfahren könnte. Richtig, einfach losfahren. Genau. Die Reifen können später ran. Das ist egal, den brauchen wir nicht. Hängt aber auch leicht schräg, oder? Ist nicht. Was ist das? Soll ich einfach eine dicke Kette? Mhm. Schöne Halskette. Ganz leicht ölig. Und die sich so im Hals macht, schön. Ja, ist hübsch auf jeden Fall. Also das bringt meine Rapper-Karriere richtig voran. Ja. Glaube ich, das halt gerade. Ja gut, da hast du schon recht. Bitte halt, ey. Und noch einmal. Super entspannt. So muss das. Genau dafür war das auch damals hier zuständig, die Kette, um dass die Mitarbeiter schaukeln konnten. Richtig, das ist immer wichtig, wenn man sich ein bisschen ausgleichen mit der Arbeit. Natürlich. Und jeder, der jetzt glaubt, dass wir das ernst gemeint haben, der geht bitte weg vom Video. Jo, du kannst runter. Wunderschön machst du das, höchst elegant. Gib's uns. Flotte mit der Kamera, los. Hin und wieder. Und wenn es auch nur eine Kette ist, die einem geglückt wird. Ist doch ein schönes Geräusch. Ja. Und eine wunderbare Schaukel. Was haben wir denn da? Hier haben wir eine Hagebutte. Ja, cool. Das ist eine Rose gewesen. Hier. Das sieht man an den. Ja. Sehr schön. Man sollte nur in die Haare nicht essen. Ja. Die kratzen nämlich im Hals. Wurden früher auch für Juckpulver verwendet. Ja, ich erinnere mich noch an der Grundschule. Kleinen Härchen. Ja. Wer es noch kennt. Also immer nur außen lang essen. Und hier sieht man die Haare. Da hast relativ viel Vitamin C drin. Sehr viel Vitamin C, richtig. Ja, die hat ihre besten Tage hinter sich. Wenn ich mich erinnern kann. Ich muss nochmal nachgucken, hat sogar 6-mal so viel Vitamin C. Ja. Wie eine Zitrone. Krass. Ja, wir haben jetzt noch eine Deckung gemacht, mit der wir jetzt nicht so gerechnet haben in einem Hangar. Ja, so ein paar Maschinchen, wo wir von einer, wie wir hier sehen, hier sind ein paar Körbe. Genau. Von einer großen Brotbackindustrie. Genau, das ist alles von einer Großbäckerei. Ja, nice. Die ganzen Einzelteile, die Geräte, die stehen hier einfach rum. Du musst dir überlegen, das ist wahrscheinlich alles Stahl aus VA2 oder sogar VA4. Der bringt richtig viel auf den Shop-Handel eigentlich. Das steht hier offen rum. Ja. Wie das aussieht. Ja, alles voll.
Ach Quatsch, das ist keine Materialverschwendung. Recyceln sind wir richtig gut. Hier. Richtig schöner Elektromotor. Alles Edelstein. Ich bin wichtig. Du bist wichtig. Geh mal weg. Dein Typ wird gefragt. Wir sind Backer tatsächlich. Ja. Wieso nicht, ne? Alles Körbe. Wahrscheinlich ein spezielles Plastik, ein sehr hitzebeständiges. Nur zum Ausdünsten der Brotwaren dann, damit die auf der Oberfläche die Feuchtigkeit verlieren und schön knackig sind nach dem Backen. Ja, da sind wir in einem ehemaligen Flughafen und was finden wir? Brotmaschinen. Ja, ganze Feuerwehranlage hier. Wahnsinn. Ich frage mich bloß, wer die hier abgestellt hat. Ich weiß auch nicht. Ja, einfach in so einem relativ frei zugänglichen Hangar. In einem alten Fliegerhorst. Ja. Das hier ist eine Vorrichtung für einen Kompressor. Der wird hier angeschlossen. Also über Druckluft läuft das Ganze. Und mit der Vorrichtung wird, soweit ich weiß, die Restfeuchtigkeit aus der Luft gezogen. Die sammelt sich dann hier und kann abfließen. Okay. Ja. Das Ganze ist dann verbunden mit einem Druckminderer, der den Druck eben auf den Betriebsdruck der Maschine bringt. Ich meine, welcher Mensch lässt so viel einfach rumliegen? Brotkörbe, Öfen, das ist schon krass. Und noch mehr. Das ist ein Wert hier drin. Ja, recyceln, ne? Es wird groß geschrieben und so. Ja, Safe Line. Irgendein Kontrollpunkt. Und wie sicher ist das Ding da oben? Geht. Hätten wir bei mir, würde es abbrechen? Ja, auch, guck mal, ja. Okay, viel verändert hat sich nicht von den Übungen zu heute. Das ist eigentlich alles relativ gleich geblieben. Interessante Technik, also. Also ich kenne diese Technik zwar nur mit Gürtel, aber das hat die an die Unterhose befestigt. Nicht schlecht. Na gut, jeder das seine. Hier sieht man ja tatsächlich am besten, ne? Wie er so hat er sich einen Schlüpper gestellt. Aber guck mal, da hat er extra nochmal so einen weißen Gürtel, oder? Ah. Der hatte den nicht. Das macht dann Sinn. Das macht deinen Firmen ein bisschen mehr Sinn. Das ist ein Hochgewichtsgürtel. Ja, nice. Sieht das ist aber ein ziemlich dünner Hochgewichtsgürtel. Ja, das ist egal. Das sieht aber aus wie ein Teil wie vom Schlüpper. Wirklich so. Na egal. Sowieso nicht unbedingt der Körperbaumann, der jetzt, naja, ist ein bisschen viel, wa? Und hier haben wir natürlich die ganzen Geräte dazu. Oh ja. Meinst du, es sieht aus wie so eine Brüste hier? Dort in der Ecke fehlt leider etwas. Und hier haben wir auch was. Funktioniert das noch? Ist es noch stabil genug? Ja. Doch, das ist stabil genug. Sehr schön. Könnte ich ein Fallschirmsack sein? Ja. Kann ich es hier sehen? Unten die Ösen. Hier auch, damit sich das ganz schnell dann löst. Also wenn man die Leine zieht, hier oben auch. Und den haben sie als Boxsack umfunktioniert und haben dann einfach Pelle. Ja, einen Basketball. Oder vielleicht auch damals Gewichtring hier reingemacht.
Vielleicht war noch was anderes drin damals. An der Sprossenwand hier. Eine Besprechung. Ist eigentlich ein sehr interessanter Raum. Hier haben wir ja ein großes Modell, ja, einen Modelltisch von dem gesamten Flugplatz. Hier kann man auch. Hier sieht man den gesamten Flugplatz drauf. Ja. Mit Siedlung. Ja. Dann sieht man noch die Hangar drauf. Und hier ist ein Sportplatz. Hier sieht man das Mittelfeld und die Tore noch, also ein Fußballplatz. Wir hatten hier wirklich alles. Leider sind die anderen Platten zum Teil dort an der Wand stehen und hier verteilt und nicht mehr komplett aufgebaut. Ja. Beschreibung dazu gab es natürlich hier auch noch dazu. Die waren dann hier an der Seite, wo man noch diese Reihe sieht. So, eine Vorratskammer für Bekleidung. Genau, kann man unschwer erkennen, hier oben die schöne Beleuchtung. Die fast funktioniert. Genau, und hier die Schuhkartons. Wir haben im letzten Mal noch ein paar mehr Stiefel drin, aber die, schätze ich mal, liegen dann hier irgendwo wieder rum. Das sind originale russische Stiefel. Oder auch Knobelbecher genannt zu der Zeit. Der sieht so ein bisschen wie ein Becher oben aus, von der Form. Das ist aus Kunstleder. Hier sieht man es innen. Das ist Stoff. Außen Kunstleder. Der untere Bereich hier dürfte allerdings aus echtem Leder sein. Um besser Wasser abweisen zu können. Naja, weil der untere Teil mehr bewegt wird. Okay. Das Leder halt flexibler ist. Okay. Kunstleder würde schneller Risse bekommen. Jede Menge Zeug, auch aus der Zeit zum Teil. Hier ein Plattenspieler. Ja. Funktioniert noch. Die Abnehmernadel ist nicht mehr dran. Aber sonst fast wie neu. Aber, guck mal, tatsächlich das Gewicht hier hinten hat noch das Gewicht. Der Mechanismus funktioniert noch. Willkommen in der Waffenkammer. Ne? Ja, unschwer zu erkennen, würde ich mal sagen. Genau. Da sind sogar noch die Bezeichnungen drin. In der Kammer nicht, aber hier rechts zum Beispiel. Kommen wir gleich hin. Dann gestanden haben. Die Schulterstützen, also die Endteile. Schön abgenutzt. Hat also eine Menge Gewehre drin. Die Bezeichnung der einzelnen Waffentypen sieht man hier noch ganz deutlich. Hier sieht man zum Beispiel die AK-74, also die Kalaschnikow. Hier standen gleich mehrere Waffen genau dieses Typs. Aha. Die Waffennummer natürlich noch mit dazu. Und hier war dann der Schaft. Kolben, Schulterstütze und hier der Schaft. Inventar. Hier ist ein Einmalrasierer, den man unschwer erkennen kann, mit einer Klinge. Total unangenehm. Ja. Ziemlich dünnes Plastik. Hätte ich keinen Bock, mich mit drin zu rasieren. Ziemlich ähnlich ist auch die Zahnbürste qualitativ. Ja. Das sind richtige Borsten. Echt starr. Ja, was man dazu sagen kann, ist auf jeden Fall zu den Gebäuden, dass wir auf dem Fliegerhorst sind im ehemaligen und dass die Decken hier verstärkt waren. Ja, man kann hier mal was hochfilmen. Hier hat man die Betonträger aus Stahlbeton, einmal horizontal. Ja, und dort liegt eine
eine Betondecke drauf, auch Stahlbeton. Das hat man normalerweise nicht bei solchen Dachböden. Hier allerdings schon, beim Fliegerhorst hat man sich damals gedacht, wenn die Flieger hier Übungen machen, dann kommen halt große Patronenhülsen runter, die dann durch die hohe Geschwindigkeit des Falls natürlich enorme Schäden anrichten und auch die Dachziegel durchschlagen. Und da hier auch Leute geschlafen haben, hat man dann dünne Stahlbetondecken eingezogen. In dem Fall hat man es nachträglich gemacht. Später, im Dritten Reich, die Gebäude, die später errichtet wurden, da hat man es dann schon von Baubeginn an gemacht. Und auch diese Seiten hier waren dann nochmal verstärkt. Hier hat man nur in der Mitte eine Stahlbetondecke. Wer möchte diese Schuhe nicht zum Fußball tragen heute? Ja. Genial. Sind auch schon etwas älter. Ja, aber alte Fußballschuhe mit 4 Stollen und genagelten Ledersohlen. Unsere deutsche Nationalmannschaft wird sich die Hände reiben, wenn wir das sehen. Bedarf gefunden. Höchstwahrscheinlich eine Beinschiene. Genau. Von der Flexibilität her, der Metallschienen, die hier drin sind, das ist eine Beinschiene. Ja, aber auch eine Armschiene. Hier kann man dann einfach hier auf Kniehöhe mittig setzen können und unten und oben fixieren. Ja. Und dann hat man das Gleiche für den Arm nochmal in klein. Richtig. Ja. Das Ganze war natürlich auseinandernehmbar, damit das in den Rucksack dann passt beim Sanitäter. Theoretisch auch, dass man vielleicht ein Handgelenk oder so auch nur fixieren kann. Genau, das ist dann vielseitig. Das ist ganz interessant. Wobei die Dinge heute sehr viel angenehmer sind. Schon noch kleiner, leichter. Ja, hier ist es, sind es auch so ja, kleine Stahlprofile drin. Ja. Heute hast du andere Materialien. Und Stahl auf. Na gut, ich drehe mich jetzt einfach. Wir sind fertig mit der Tour. Da ist Marvin. Doch, ein paar sieht man noch. Und der Rest ist jetzt schon dunkel, obwohl es noch gar nicht so spät ist. Wir haben jetzt gerade mal 17 Uhr oder so. Ekelhafter Winter. Ja, wir haben einiges gesehen. Waren jetzt endlich mal wieder auch ein bisschen klettern. Richtig, endlich. Lange nicht mehr getan. Ein bisschen was gemacht im Körper. Ich würde sagen, dann werden wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Lassen wir uns überraschen. Genau. Dann haut da rein. Bis dann.